Willkommen zum neuen Tech-Video von Motor Support. Heute nochmal aus dem EQS und wir wollten ja nochmal die Animationen zeigen, die auf den Asphalt projiziert werden mit dem Digital Light. Ich fahre jetzt los, wir sehen dann gleich, wie das Licht aufgeht. Wir zeigen das Ganze auch deshalb nochmal, da es im Gegensatz zur S-Klasse jetzt 1,3 Millionen Bildpunkte sind pro Scheinwerfer, unglaublicherweise. Und die Animationen sind damit tatsächlich noch schärfer. Ich versuche jetzt Folgendes zu zeigen als erstes Mal, nämlich die Fahrspur zu verlassen. Und es ist wirklich schwierig, da die EQS ganz genau weiß, wann man versucht, es zu provozieren. Ich versuche es trotzdem mal langsam in Richtung Mitte abzudriften. Und ich hoffe, man hat es gesehen, es gab eine kleine Projektion direkt vor mir. Also das gab es zum Beispiel in der S-Klasse noch nicht, dass wirklich auf dem Boden projiziert wird, wohin ich fahren soll. Ich versuche nochmal nach rechts abzudriften, also nach links in meinem Fall natürlich. Es klappt leider nicht immer. Es muss wirklich genau passen und man muss wirklich den EQS überlisten. Das ist wirklich schwierig, weil er eigentlich immer erkennt, wenn man es bewusst macht, die Spur zu überfahren. Als nächstes versuche ich mal die Stoppschildwarnung zu zeigen. Wir haben hier gleich ein Stoppschild. Wenn ich das überfahre oder auch zu schnell drauf zufahre, auch dann soll ich gewarnt werden. Das versuchen wir jetzt mal. Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Die Kreuzung ist zwar recht übersichtlich, aber ich kann es trotzdem nicht ganz überfahren. Es ist abends, ich fahre jetzt drüber und man hat es gesehen, dieses Blitzen ganz deutlich, das ist die Stoppschildwarnung, hat jetzt auch noch bis zum Überqueren der Kreuzung gereicht. Wenn man genau aufgepasst hat, hat man auch gesehen, wie unser Digital Light aufgeht aufs Kreuzungslicht. Das heißt, wir hatten jetzt nochmal Spots unten am Boden, was ja automatisch passiert aufgrund der Kartendaten, dass dann noch einmal das Licht heller geschaltet wird im Kreuzungsbereich. Nächstes Beispiel, die Ampelwarnung. Ich komme schnell auf die Ampel zugefahren, die ist rot. Und hier haben wir die Warnung und auch im Head-Up-Display bekomme ich die Ampel angezeigt. Ist die gleiche Warnung, das gleiche Warndreieck wie bei der Stoppschildwarnung. Die nächste Situation ist auf der Autobahn. Ich fahre 130 km/h und ich möchte die Spur wechseln und wir gucken mal, ob das funktioniert mit dem kooperativen Spurwechsel. Das heißt, Blinker kurz angetippt. Ah, da haben wir es schon. Und was ich im Head-Up-Display sehe, diesen grünen Pfeil, den bekomme ich jetzt mittlerweile im EQS zumindest auf den Asphalt projiziert. Richtig krass, ich mache es nochmal, Blinker leicht antippen, dann kommt der assistierte Spurwechsel und ich sehe dann auch auf der Fahrbahn, wohin ich die Spur wechsle. Ich würde sagen, ganz schönes Spielfeature, was man eigentlich nicht braucht, aber es ist echt eine coole Animation. Was ist jetzt aber, wenn wir hier auf so einer Landstraße oder auf einer noch dunkleren Landstraße jemanden am Fahrbahnrand hätten, zum Beispiel eine betrunkene Person? Das haben wir getestet mit Jonas tatsächlich. Er hat sich am Fahrbahnrand begeben, einmal ganz normal auf den Grünstreifen, da hat unser EQS nicht gewarnt. Aber wenn die Person nahezu oder wirklich auf der Fahrbahn ist, dann wird die Person angeblinkt und für mich deutlich gemacht mit solchen Punkten. Sehr interessant, gefährliche Geschichte, die Person muss tatsächlich wirklich auf der Fahrbahn stehen, also so weit auf der Fahrbahn, dass es eigentlich schon zu spät ist, dann wird es erkannt, die Person sollte das Blitzen sehen, sollte also gewarnt werden und gleichermaßen werde ich gewarnt. Die ganze Warnung erfolgt zuverlässig, aber wie ich finde, schon fast ein bisschen zu spät. Der andere Warnung war die Baustellenwarnung. Die sehen wir jetzt hier, der kleine Bagger blinkt, wirklich schön gemacht und ich bekomme dann anschließend Spuren angezeigt. Man sieht es jetzt, diese Spuren weisen mir, wie breit mein EQS ist in der Baustelle. Sehr cool, das war jetzt innerorts, hier geht es auch. Richtig sinnvoll ist das natürlich auf Autobahnen, wo die Spuren wirklich eng sind. Dann sehe ich genau, wie jetzt immer noch, je nach Lenkeinschlag, es geht immer ein bisschen länger als die Baustelle ist, wie breit mein Fahrzeug ist. Sehr coole Geschichte, am kleinen Bagger ist mir übrigens aufgefallen, dass es einen Unterschied gibt zur S-Klasse tatsächlich. In der S-Klasse haben wir 1,2 Millionen Pixel pro Scheinwerfer, hier sind es 1,3 und dieser süße kleine Bagger ist tatsächlich im EQS noch etwas schärfer, einfach nochmal ein anderes Icon, auch wieder aus der Richtung Spielerei, aber echt schön gemacht. Zum Abschluss schauen wir uns noch ganz kurz an, was wir einstellen können. Dazu muss ich nämlich auf das im Hyperscreen auf die normalen Fahrzeugeinstellungen, das heißt Einstellungen, dann Licht. Und dann bekomme ich hier im Digital Light, in diesem Paket ist es ja auch zu haben, diese Projektionen. Was jetzt genau passiert ist, weiß ich nicht. Kameraaktivierungsassistent. Jedenfalls die unterstützenden Projektionen sind das Ganze, wo ich eben sagen kann, was ich davon will. Vielleicht gibt es noch mehr, kommentiert da gerne unten, wenn ihr mehr wisst. Mir sind nicht mehr bekannt. Jetzt sehen wir übrigens noch, wir haben immer noch unsere Spurmarkierungen hier im Voraus, die uns projiziert werden. Eine schöne Sache, das Digital Light, das Paket brauche ich ja, die großen Scheinwerfer, kostet in unserem
entsprechenden Technologiepaket knapp 10.000 Euro. Dann darf man das auch erwarten. Ja, kommentiert gerne unten, ob ihr euch das leisten würdet. Wir haben übrigens gerade gesagt, man weiß gar nicht, ob es andere Verkehrsteilnehmer unter Umständen verwirrt oder ablenkt, wenn man auf der Autobahn nebeneinander herfährt und dauernd diese Projektzonen sieht. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Spielerei, die auch wirklich gut und zuverlässig funktioniert. Wir danken euch immer fürs Zuschauen. Verlinken unser Video zum Digital Light zu einem Nachtfahrtest nur mit dem Licht nochmal im Abspann und freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert.